Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich Pink Panda Haul. Dann habe ich ein Unboxing von dieser Pink Panda Mystery Box Nummer 36 ist das. Und ich habe hier noch irgendwie durch mein Haul so eine Mystery Bag mit dazu gekriegt. Musste tatsächlich zweimal bestellen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich habe mir hier die Rechnung hingelegt, dass ich da auch noch irgendwie meinen kleinen minimalen Überblick behalte. Die Mystery Box Nummer 36 hat gekostet 34,99 €, aber ich musste 3,90 € Versand dazu bezahlen, sodass ich quasi knapp 40 €, also 38,89 € hierfür bezahlt habe. Wir sollen hier einen fetten Warenwert drin haben und coole Produkte. Wir schauen jetzt hier zuallererst mal rein. Ich habe dir auch mal Timestamps reingesetzt, dann kannst du auch weiterhüpfen, falls dich was nicht interessiert. Diese Mystery Boxen gibt es in unregelmäßigen Abständen, würde ich sagen, immer mal wieder bei Pink Panda. Und da sind, glaube ich, auch unterschiedliche Produkte drin. Oder manche Produkte sind dann quasi variabel, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt hier meine, die ich bekommen habe. Und so schaut es dann aus, wenn ich einmal die Verpackung entfernt habe. Kommt übrigens in einen, weiß ich nicht, in so eine Plastikverpackung. Also du hast die Box und die ist dann nochmal in so einem Plastikbeutel eingepackt und das ist dann mit dem Versandlabel sehr merkwürdig. Ja, ich hatte schon mal so eine Mystery Box. Die fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Als erstes haben wir ein Produkt von der Pink Panda Eigenmarke hier drin. Sowas hatte ich schon mal öfters da, verwende ich jetzt nicht so super gerne. Da habe ich ein anderes Produkt von Lovia, was mir besser gefällt. Das ist ein Make-up Brush Cleaner. Ne, ist ganz praktisch, da kannst du halt oben in das Herz dann so deine Finger reinmachen. Dann hast du es so auf deinen Händen und kannst dann hier so deine Pinsel reinigen. Das ist per se ganz cool. Ich mag es lieber, wenn ich was mit einem Saugnapf habe, dass ich das auch so schön irgendwo dann in mein Waschbecken reinmachen kann. Das kann ich mit dem von Lovia nämlich super machen. Und dann kann ich so besser meine Pinsel reinigen. Ist aber kein schlechtes Produkt, ne? Dann habe ich hier als nächstes was Großes drin. We Are Kind Natured Shea und Aloe Calm and Soothe Face Wash. Das ist auch ganz nett. 200 ml sind hier drin enthalten. Also quasi ein Gesichtsreinigungsprodukt. Klar, ne? Wir bekommen ja auch Pflege bei Pink Panda. Eigentlich überwiegend dekorative Kosmetik. Was machst du da? Aha, er hat sich so sein Spini dahin geholt und kaut ihm ein Ohr ab. Läuft. Okay, ne, finde ich okay. Kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Ist jetzt kein Flop. Von Revolution Pro haben wir ein Lippi hier drin in der tragbaren Farbe. Das ist Pro Supreme Lipstick Instigator. Okay, ich mache das jetzt mal nicht auf. Ne? Das ist ein Mauve-Ton. Ich packe das mal in meinen Full-Face-Beauty-Box mit rein. Und falls ich den ziehe, werde ich den öffnen und so weiter. Würde ich jetzt aber erstmal verschlossen lassen. Denn das hier kommt natürlich in meinen Full-Face-Beauty-Box auch mit rein, was ich monatlich drehe. Jetzt gerade dieses Video drehe ich noch im März. Und deswegen kommt es auch in meinen Full-Face-Beauty-Box im März. Hier habe ich ein Mayani Face Mask Brush Pinceau Pur Masque Visage. Ein Maskenpinsel drin. Ich würde jetzt ungesehen sagen, ich lasse den weiter wandern, weil ich habe einen Barbour, den ich echt klasse finde. Ja, genau. Und das ist auch so ein Plastikvieh. Mag ich nicht so gerne leiden. Wobei der hat sowohl, das ist eigentlich praktisch, der hat sowohl diese Plastikseite als auch diese Seite, die ich persönlich lieber mag als Face Mask Brush. Ist gar nicht so super verkehrt, ne? Aber wie gesagt, ich habe einen da. Ich brauche keine zwei. Jetzt werde ich demnächst einfach mal eine Verlosung mit reinpacken. Da freut sich sicherlich auch jemand drüber, ne? So, genau. Sortieren hier. Dann haben wir auch eine Peel-Off-Maske von 7-7. Die wird weiter wandern, denn ich mag keine Peel-Off-Masken. Ich habe eine sehr, sehr sensible Haut. Und wenn ich dann eine Peel-Off-Maske verwende, rastet die so ein Stück weit aus. Das will ich vermeiden. Bis zu 10 Anwendungen sind hier drin. 100 ml. Und das ist mit Gurken. Das ist ja eigentlich ganz nett. Vor allem, dass du hier eine Tube hast, finde ich persönlich klasse. Entfernt Unreinheiten schnell und einfach abziehen. Ja, ne? Nee. Also Peel-Off-Masken wandern immer weiter. Von Mayani, da hatten wir ja eben diesen Gesichtspinsel mit drin, haben wir hier auch einen Petit Highlighter. Den könnte man theoretisch in so eine Palette mit reinmachen. Ne, so eine Magnetpalette in der Farbe Kosmos ist das. 1,5 Gramm sind hier drin. Aber ihr seht es wahrscheinlich auch im Display. Also ihr seht es wahrscheinlich direkt so. Ne? Der ist recht dunkel, finde ich. Also für mich wäre der zu Gold. Es ist ein schöner Ton, ne? Definitiv. Aber nö, nicht für mich. So, dann habe ich hier von Do Color, da hatte ich auch schon mal was mit dabei gehabt, 12 Pieces Pro Eye Brush Set. Das werde ich verlosen.
Ich habe sehr, sehr schöne Pinsel und mir hat das von Dokolor auch gefallen, muss ich sagen. Also du hast hier, ne, ich blende euch da besser mal ein Foto von ein, wie das aussehen sollte. Ich lasse es aber hier zu. Da hast du verschiedenste Pinsel hier drin, was auch sich sehr, sehr gut anhört. Also wirklich für die Augen ganz tolle Geschichten. Aber das wird weiter wandern, weil wie gesagt, ich habe tolle Pinselsets hier, da brauche ich nicht noch eins hier aufreißen. Ja, das aus meinem Mund. Ich bin auch ganz verwirrt, Leute. Und ne, ist glaube ich ganz gut, wenn man das mal verlosen kann. Ich würde mich aber darüber freuen, wenn ich jetzt theoretisch nicht so eine Make-up-Sammlung hätte. Dann habe ich hier auch was von der Pink Panda Eigenmarke. Pink Panda Loves You Love Lip Gloss drin. Okay. Da steht jetzt keine Mengenangabe drauf. Das ist ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo bei denen auf der Homepage finde. Ist ein schöner Peach-Ton, also oder Aprikot, Pfirsich. Pfirsich, ich würde sagen, das ist ein Pfirsich-Ton. Ja, kann ich mir gut auch auf meinen Lippen vorstellen. Kommt auch ins Full Face Beauty Boxen. Mal gucken, ob ich den, ne, ziehe. Dann habe ich hier eine große Lidschattenpalette drin. Und die hatte ich schon mal in einer kleinen Variante. Und die wird weiter wandern. Junger Mann. Schmatz, schmatz. Revolution Shadow Palette, das ist so ein Riesenvieh. Richtig krass. Forever Limitless Allure. Die Allure-Palette hatte ich schon mal und die war mir zu langweilig. Ihr seht hier ja auch das, nee, da seht ihr auch das Bild drauf. Ne? Das sind halt sehr, sehr neutrale Farben oder sehr Nude-Farben. Und man lässt es unschwer erkennen heute. Ich mag es halt gern bunt. Ne? Und deswegen wird die weiter wandern. Revolution ist cruelty-free. Da wird sich sicherlich jemand anders drüber freuen. Aber wenn ich jetzt die Box so bekommen hätte, dann wäre es jetzt leer. Als jemand, die halt nicht hier YouTube Rampampam hat, sondern ganz normal Endverbraucher, Privatperson, bla, ne, würde ich mich freuen. Da sind schöne Produkte drin und da hat man bei diesen Boxen mal Glück, man hat mal Pech und das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen versuche ich dieses Video auch recht zeitnah hochzuladen. Mal gucken, ob es die Box dann noch so gibt, ne. Genau, das wäre jetzt die Box gewesen. Und dann schauen wir jetzt mal in meinen Haul. Das ist auch so geil gewesen, ne. Die geht einfach nicht zu. Egal, habe ich so geschickt bekommen, war mit Klebeband zugemacht, aber ja, ne? Und hier sind die Produkte, die ich mir bestellt habe. Und diesen Concealer bin ich jetzt schon länger mal drum herum geschlichen und der war irgendwie überall ausverkauft. Von NYX Bear With Me Concealer Serum. 9,6 Milliliter sind hier drin und ich habe den in einer relativ hellen Farbe bestellt. Blende ich euch mal ein. Light, da steht's. Genau. Hat eine recht billomäßige Plastikverpackung, ist aber so ein Airless-Vieh, dass es sich so hochdrückt, was ich cool finde. Ich hätte aber auch anhand des Preises gedacht, was hat er denn gekostet? 9,99 € oder was ist das? Jo. Beziehungsweise, nee, ich habe den ja rabattiert bekommen. Warum hatte ich denn so viel Rabatt? Keine Ahnung. 20% Rabatt waren da nämlich drauf. 7,99 € habe ich dafür dann nur noch bezahlt. Ich dachte, der wäre teurer. Ja, aber wegen NYX hätte ich jetzt gedacht, dass die Verpackung ein bisschen hochwertiger ist. Naja, der muss in Anwendung genommen werden. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Das fand ich einfach witzig, ne? I Heart Revolution Cheese and Friend Make-up Sponge Duo. Das ist einfach eine Maus und das ist ein Käse. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich habe es süß gefunden, deswegen durfte das jetzt einfach mal mit. Das werde ich demnächst mal austesten. Das ist eine Maus und ein Käse. Manchmal bin ich halt auch ein bisschen merkwürdig. So, dann habe ich eine Lidschattenpalette bestellt und zwar von Catrice, diese Daring Nude Eyeshadow Palette. Ich habe es eben noch gesagt, ich bin eigentlich kein Nude-Fan, aber ich wollte die mal ausprobieren, weil es reden so viele davon. Und ich möchte ja auch gerne für euch Produkte testen, dass ich euch eine Empfehlung geben kann oder eben nicht, dass ich halt auch einfach mal, ne, ich teste ja mit euch zusammen Produkte. Es ist eine richtig klassische Nude-Palette und bei dieser Art von Paletten von Catrice kannst du Glück haben, du kannst Pech haben. Das ist das gleiche wie hier mit diesen Mystery-Boxen, ne? Die sind halt von der Qualität her immer sehr anders. Ach, ich lasse das Klebefee jetzt einfach mal ab, ne? Und ja, schminke ich euch demnächst mal einen Look mit, entweder hier oder auf Instagram. Und dann kann ich euch mal ein Feedback dazu geben, wie ich die so finde. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und ansprechend. Und ich glaube auch, die war reduziert, oder? Warte mal. Steht da denn? Catrice, 14,99 €. Ne, die war nicht reduziert. Okay. Die sollte einfach nur mitgenommen werden. Ja. Jeden Morgen mache ich mir eine Crememaske drauf und ich spacke mir immer das Haarband, was ich dann natürlich in den Haaren drin habe, ein bisschen zu. Deswegen habe ich mir Nachschub bestellt. Das ist einmal hier von Revolution, ein Headband. Das war jetzt auch total reduziert, ich glaube um 45%. Genau. Nein.
Was rede ich denn hier? Um 20%. Das heißt, das hat nur 4,79 € gekostet. Genau, das ist nämlich fehlerhafte Ware, stand da mit bei. Und da wollte ich mal gucken, was das bedeutet, fehlerhafte Ware. Weil manchmal hast du dann einfach nur die Verpackung kaputt, aber das Produkt an sich ist noch tutti. Ja, das macht auf mich einen super Eindruck, Leute. Kannst du nichts zu sagen. Hat jetzt hier nicht so ein Schleifchen vorne dran, ne? Ist einfach ein Haarband. Ich finde es cool, kommt jetzt gleich in die Wäsche und dann kommt das direkt in Einsatz, ne? Finde ich, also ich mag sowas. Ich finde es praktisch. Und dann habe ich mir auch noch das von Pink Panda geholt. Das war super reduziert um 45% und hat dann nur noch gekostet 8,24 €. Gut, war dann teurer als das von Revolution, aber das war halt pink. Deswegen. Und es ist halt dieses Fancy Pansy, was ich bei Alina, bei Frühlingsrolina öfters sehe. Und ja, es ist süß, oder? Ist halt voll hier Werbeopfer, weil du dann natürlich hier gebrandet bist bis zum geht nicht mehr. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und das fühlt sich viel besser an als das von Revolution, weil das viel flexibler ist. Ich habe ja so eine Riesenrübe, ne? Wird auf jeden Fall auch gewaschen und dann verwendet. Hier hast du so, muss ich mal gucken, ob ich die drin lasse, so Drähte. Ne? Das ist natürlich ganz witzig, weil du dann die Ohren so klappen kannst, wenn du lustig bist oder drehen kannst. Aber die können dann natürlich auch mit der Zeit rauskommen und pieksen. Ich guck mal, ne? Da werde ich jetzt erstmal mit den Drähten waschen. Und dann gucken wir mal. So, und wenn man dann so einen ganz speziellen Code eingegeben hat, dann konnte man sich diese Girl Power Mystery Bag A kaufen, die einen Wert von 34,96 € laut meiner Rechnung haben soll. War aber dann halt für Umme. Ach, guck mal. Hier hast du dann auch noch so eine Schleife, womit du dann diese Geschenkbox zumachen kannst. Ja, süß, ne? Die Geschenkbox bleibt dann halt auch noch mit dabei. Das finde ich praktisch. Sowas wird immer wieder verwendet. Und das hier ist jetzt meine Girl Power Mystery Bag. Mal gucken. Also es fühlt sich an, als wäre eine Palette drin. Jo. Und da ist halt auch wieder, kannst du Glück haben, kannst du Pech haben. Mal gucken, was hier so bei mir heute Phase ist. Sammy ist auch schon neugierig. Also die Lady darauf finde ich auf jeden Fall cool, ne? Sammy denkt direkt, das wäre was für ihn. Oh, sieh, das ist was für Frauchen. Da ist nichts zum Essen für Hunde drin. Okay, das erste ist hier auch wieder von Pink Panda wieder was. Lipgloss Kisses. Das ist dieser hier in der Farbe Smooch. Okay, 5 ml sind hier drin. Ja, ist sehr ähnlich zu dem, was wir eben schon hatten. Ne? Dann haben wir natürlich auch so eine Peel-Off-Maske von 7-7 mit dabei. Irgendwie weiß ich nicht, was das soll. A la Goyave Rose Mask. Ja, das ist quasi für Porenverfeinerung. Das ist auch wieder Peel-Off, ne? Brauche ich nicht, will ich nicht. Sammy, das wollen wir nicht, ne? Hier habe ich noch einen Nagellack mit drin. Das ist ein schöner Roséton mit Schmetterlingen drauf. 8 ml sind hier drin. Sammy. Cutie. Ja, Cutie ist die Farbbezeichnung. Ist ein schöner Frühlingston. Ne? Für mich persönlich wäre es jetzt zu langweilig, bin ich ehrlich. Aber es ist ein schöner Ton. Werden wahrscheinlich viele feiern. Und ist es schon das letzte? Hier habe ich nämlich das letzte drin. Und zwar ist das von NAM. Wet Nude Make-up Palette. Das ist diese hier, sagt mir gar nichts, die Marke. 15 Gramm, alles steht hier auf Polnisch drauf. Gut, Pink Panda ist ja auch eine polnische Marke, ein polnischer Online-Shop. Klebe, den mache ich mal ab, ich bin ja neugierig, ne? Wer ist das nicht hier? Also optisch von außen sehr schön, von innen, wow. Highlighter haben wir hier mit drin. Wir haben hier Glitzer mit dabei, du kannst jetzt selbst auch einen Lidschatten-Look mit schminken. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht auf den ersten Blick, was ich damit treiben soll, außer es als Highlighter zu verwenden. Vielleicht soll das ein Bronzer sein und das ein Blush, wobei der Blush zu dezent wäre und die beiden Blushes wären zu intensiv. Also nicht so eine Palette, wo ich jetzt, die hätte ich mir nicht gekauft, nee. Da kannst du die einzelnen Produkte hieraus auch noch ersetzen. Also du könntest dir dann neue Sachen verkaufen. Spiegel hast du mit dabei, schöne türkise Verpackung. Ja, aber verstehe ich noch nicht so ganz, dieses Eyeshadow-Palette. Also es soll eine Eyeshadow-Palette sein, aber dafür hast du hier natürlich zwei, also es sind alles riesige Fännchen. Mhm. Feiere ich jetzt nicht so. Okay, so, das war jetzt hier mein Pink Panda Haul, inklusive Girl Power Mystery Bag und inklusive hier Mystery Box Nummer 36. Diese Girl Power Bag hat sich so lala gelohnt, eher weniger, muss ich gestehen. Aber gut, ich habe ja, ne, die ab einem gewissen Bestellwert kannst du die für Umme in deinen Warenkorb packen. Ist okay. Dafür hat die Box sich doch ein bisschen mehr gelohnt, muss ich gestehen. Die fand ich ganz cool. Ja, ansonsten schaut da gerne mal vorbei, falls ihr möchtet. Manchmal kriegt man da ganz gute Deals. Manche Sachen sind halt ganz interessanter, aber manche Sachen, die kann man da auch einfach
drin lassen und muss sie nicht unbedingt bestellen. Ne? Aber gut, ja, schreib mir mal gerne, ob du schon mal dort bestellt hast und was du da vielleicht bei Pink Panda empfehlen kannst. Ich finde, dass ich jetzt mit meinem NYX Concealer auch einen guten Schnapp gemacht habe, sofern er gut ist. Mal gucken. Und das war es jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit meinen ganzen Boxen. Nein, hier kommen meine Hauls hin. Da sind meine Hauls. Ja, mit meinen ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!